Stefan Schwarz, da haben wir noch ein zweites Buch, also eines seiner mit seinen Glossen. Stefan Schwarz ist weg. Stefan Schwarz, lass uns lieber morgen. Ja, das ist es. Mhm. Ich habe es mit einer anderen Optik. Ich auch. Verortet. Verortet, genau. Und such die ganze Zeit eine Gutenberg-Bibel. Und tatsächlich. Ja. Nein, aber stimmt, geht mir genauso die ganze Zeit. Manchmal, das habe ich gestern gar nicht gelesen, manchmal möchte ich, dass meine Ehe durch Produktplatzierungen unterstützt wird. Du twitterst ja nicht, ne? Hast du irgendeinen Lieblingstweet? Tweet? Ein Tweet ist also erstmal das Material, das sehr kratzige Material für Sackos. Mhm. Aber das führt uns jetzt ins Nichts, aber es ist auch... Das ist auch ein Onomatopoetikon. Richtig. Ein Onomatopoem für das Vogelgezwitscher. Tweet. Richtig, genau, das ist damit gemeint, ein Tweet. Ein Tweet, der ist phonetisch, ist sehr häufig im Amerikanischen so. Und mein Lieblingstweet lautet für immer, glaube ich, ist für immer Platz 1. Ich möchte nach meinem Tod im Park verstreut werden. Außerdem will ich nicht verbrannt werden. Das ist mein absoluter Lieblingstweet Nummer 1. Bitte schreiben Sie die Autorin oder den Autor unten runter, ich weiß es nicht. Da wird irgendein Kettensägenbesitzer sagen, kein Problem, Alter. Aber es ist fantastisch. So. Leidenschaftliche Umarmungen, ja, Umklammerungen waren lange der Schlussakkord dramatischer Romanzen und das zu Recht. Der schnauzbärtige Gentleman, der die Dame in ihrem herzpuckernden Fischbeinkorsett endlich wie von Sinnen an sich reißt, kann seine Zuneigung gar nicht anders gestehen als in einer Art Anfall. Im quälenden Hin und Her der Handlung hat die Säge der Leidenschaft die Bande der Selbstbeherrschung endlich durchtrennt. Ein scharfes Wort zerreißt jetzt den letzten Faden und wie Fangeisen schnappen die manschettenbewehrten Arme zu. Oh, Scarlett! Oh, Red! Leider war das Kino mit dieser soliden Auflösung, dem Lippensiegel schicksalhafter Liebe seit etwa Ende der 60er Jahre, nicht mehr zufriedenzustellen. Seitdem werden Frauen nach dem Kuss standardmäßig zum Stehsex an Wände geworfen, auf das die männliche Umarmung umgehend durch die weibliche Umbeinung erwidert werde. Beispiele zu nennen ist müßig. Wer will, mag eine Stehsex-Liste auf YouTube erstellen. Sie wird kein Ende nehmen. Kein Autorenfilm, keine Fräulein-Tollpatsch-Komödie, keine noch so scharf gebügelte Anwaltsserie verzichtet heute aufs eruptive Begrüßungsrammeln in der Vertikalen. Kaum, dass im Plot die Wohnungstür geschlossen wurde. Stehsex mag als filmisches Symbol ihrer Leidenschaft okay sein. Sieht in der Kamera auch halbwegs aus. Liegesex wirkt auf der Leinwand deutlich weniger getrieben. Ist aber, und das verschweigen die Schauspieler, hoch unpraktisch und dem Genuss des Aktes zuwider. Als Notlösung in irischen Kneipenhinterhöfen mag es angehen. Aber der dort zulande dafür gefundene Name Knee Trembler, also Knee, das Knie, sollte als Warnung verstanden werden. Gerade für weniger Trainierte gilt hartes Glied, weiche Beine. Oder umgekehrt. Realistisch gesinnte Regisseure vermenschlichen Stehsex-Szenen darum gern, indem die Geliebte auf ein Küchenbord gehievt wird, wo sie im Verlaufe der anschließenden Passion rettungslos um Halt bemüht, die Menagerie und andere Utensilien von der Platte fegt. IKEA meldet dazu. Dass die durchschnittliche Arbeitshöhe seiner Küchenborde 90 Zentimeter beträgt. Das sollten weniger langbeinige Liebhaber tunlichst berücksichtigen, weil es die aufgeheizte Stimmung dann doch runterkühlen kann, wenn man mit der Herzensdame auf der Hüfte absetztaugliche Möbel im Flur, Küche und Bad durchprobiert.
Die empfohlene Reihenfolge wäre übrigens Küchenzeile, Waschmaschine, dann Esstisch, dann Couchlehne. Dabei ist noch gar nicht die Rede vom beschränkten Anstellwinkel und mangelhafter Penetrations... Ficky-Ficky gewesen. Ich muss doch bitten. Penetrationstiefe, kannst du so jetzt einfügen. Geht doch. Stehsex ist und bleibt ein dem Kino entlehnter symbolischer Geschlechtsakt für Leute, die sich gerne selbst zusehen würden, wie sie gerade wahnsinnig leidenschaftlich sind. Hinzu kommt, die Ausfallrate beim Stehsex ist hoch. Wenn Sie es wie die Tiere treiben wollen, dann schauen Sie sich vorher eine Naturdokumentation an und orientieren sich an deren erprobt stabilen Positionen. Sie ersparen sich Lügen beim Physiotherapeuten. Sehr, sehr gut. Thank you.